mein Luxusartikel für die nächsten 3 Wochen. Weil ich denke, dass ein Wasser aus einem schönen Glas anders das schmeckt als wie aus einem Plastikbecher. Die Abreise rückt näher. Ganz klar, dass Matthias und Hubert es sich ein letztes Mal gut gehen lassen. Mit feinsten Häppchen und köstlichem Champagner. Der letzte Champagner, Schatz? Ja. Es gibt jetzt mal 3 Wochen keinen Tropfen Alkohol. Es gibt immer Wasser aus der Leitung, gibt's jetzt mal. Es gibt so Tetrapack-Wein, Schatz. Nee, gibt auch keinen Tetrapack-Wein. Der kostet 99 Cent. Es gibt jetzt mal 3 Wochen keinen Alkohol und fertig. Blöd, Mann. Ja. Zum letzten Glas Champagner schauen auch Matthias Eltern Dagmar und Josef vorbei. Ja, servus. Ja, wie weit seid ihr denn? Wie weit seid ihr? In den nächsten 3 Wochen im Sozialexperiment dürfen die Fellers keinen Kontakt zu Freunden und Familie haben. Koffer gepackt. Oh, Matthias, das letzte Mal. Du sparsames Brötchen hast da ja weniger Probleme. Ich habe da kein Problem. Wenn ich ein schönes Bett habe und mein Fernseher. Na, das glaube ich auch. Sagen, noch aber nicht da geht es auch das schon. Das werden wir schaffen dann. Ich bin ja so Fernseh-Jungle. Ich brauche auf jeden Fall einen Fernseher. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Eines ist klar: Die beiden unterschätzen das soziale Experiment noch gewaltig. Oder hat Hubert schon eine Vorahnung? Meine beste Freundin, die Astrologin, hat mir noch mal komplettes Horoskop gemacht. Und die hat zu mir gesagt, wenn das beginnt, euer Experiment, stehen die Wolken schwarz, schwärzer, am allerschwärzesten. Und da habe ich jetzt echt richtig Angst davor. Heieieiei. Die Fellers müssen ihr Bargeld, die Kreditkarten und die Handys abgeben. Weil Hubert an Diabetes leidet, darf er ausschließlich zum Messen seines Blutzuckers sein Telefon behalten. Die Reise ins Experiment beginnt mit einer Stretch-Limousine. Der Luxuswagen sorgt jedoch für dunkle Vorahnungen. Euch macht den Abschied aber ganz schwer. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das schon sehe, dann weißt du, wie schlimm es wird. Ja. Weißt du, das ist ja noch mal Zuckerbrot und Peitsche garantiert, ja. Weißt du? Ich glaube, nervöser bin definitiv ich. Ja, also ich bin, glaube ich, derjenige, der mehr die Hosen voll hat wie Hubert. Ach, ich seh's locker, ich find's happy. In so einer Limousine gibt's eigentlich ein wenig Cognac oder ein wenig Sekt oder ein wenig Champagner. Da geht's uns eigentlich noch gut. Oh, vielen Dank. Danke. Bitte schön. Das Experiment für die beiden ist eine große Herausforderung, weil sie diesen Lebensstil überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Matthias kann sich zwar noch erinnern, dass man sparsam leben muss, aber Hubert hat das Ganze, glaube ich, noch gar nicht mitgemacht. Na dann, goodbye, Glamour und Luxus. Für das Promi-Paar beginnt jetzt das Hartz-IV-Leben. 900 Kilometer weiter im polnischen Ustron lassen es sich Heinz und Silvia mit den Kindern noch gut gehen. Doch die Anspannung wächst, denn einfach werden die nächsten Wochen mit Hartz IV nicht. Bist du nervös? Ja, bin ich ein bisschen nervös, ja. Das weiß ich, dass die Zeit wird anders wie unsere normale Zeit sein, das ist schon klar. Aber ich will auch etwas Neues lernen, neue Leute kennenlernen und neue Situationen und ja, das. Ich kann es einfacher sagen. Ich erwarte ausschließlich diese Zeit unbeschadet zu überstehen. Das sind deine Koffer vor 3 Wochen. Oh, wie schön. Und auch sehr groß. Nein, ich habe Koffer malen lassen von einem Künstler mit meiner Werde Reich, Dagobert Duck und so. Die sind super. Ja viel kleiner, die Koffer hier. Das ist nicht der Ernst. Damit hat Heinz nicht gerechnet. Natürlich hatte der clevere Fürst sich auf seine Art auf das Experiment vorbereitet. Ich war beim Koffermacher und hat den größten Koffer, der überhaupt möglich ist, besorgt. Der ist sogar so groß, da kann man den Reißverschluss, da geht der sogar noch nach oben. Das heißt, ich kann da sehr viel einpacken, sehr viel Volumen. Aber warte mal. Ich muss das lesen. Okay. Liebe Silvia, lieber Heinz, herzlich willkommen beim Promis auf Hartz IV. In den nächsten 3 Wochen werdet ihr an dem Sozialexperiment teilnehmen. Dafür bekommt jeder von euch einen Koffer, Kreditkarten, Bargeld und Handys müssen abgegeben werden. Wir wünschen euch viel Spaß beim den Sozialexperiment. Experiment Promis auf Hartz IV. Bravo! Nicht, ja, bravo für Camilla. Bravo. Scheiße, jetzt einmal. Das sind doch nicht unsere Koffer.
Silvinka, ich habe doch Koffer große. Das ist super. Das ist nicht super. Neue. Ja, die schenke ich dir, die neue. Ich will meinen Koffer. Viel Spaß. Okay. Ich bin nicht begeistert. Das Projekt hat noch nicht einmal angefangen und Heinz stöhnt bereits. Silvia sollte sich auf einiges gefasst machen. So wird bereits das Kofferpacken in der Villa zur Herausforderung. Für Heinz und für die Koffer. Ach ja, wenn es mein Stil wäre zu fluchen, würde ich fluchen, aber stinksauer bin ich. Silvinka! Heinzi! Ach. Gibt's bei der Silvia nicht. Gibt es nicht. Sie ist vital, wie eine Heuschrecke, die gerade im Anflug ist. Ja. Also, so richtig ausruhen, selten. Was machst jetzt du? Ich versuche, das zu packen, aber... Ich drehe hier durch. Ich bin kurz davor. Nein, weil das... Heinzi, nein, das geht nicht. Doch, ich geh drauf. Jetzt... Es ist mir das scheißegal. Wie schließt man einen zu vollen Koffer ohne Hilfe des Hauspersonals? Die erste Hürde im Experiment, vor allem für Heinz. Man kann den beiden nur wünschen, das Richtige eingepackt zu haben. Oh mein Gott. Ja? Ja? Die andere Seite. Tada! Hast du da deinen Koffer auch gepackt? Nun heißt es Abschied nehmen für Silvia und Heinz. Vom Luxusleben und vorerst auch von den Kindern. Camilla und Nicolas werden den beiden ins Experiment folgen. Jetzt beginnt die Katastrophe. Danke. Cinque. Camilla sammelt noch Handys und Kreditkarten ein. Bitte Kreditkarten mit PIN. Da schweigt Heinz lieber. Es ist auch wichtig, wissen, wie viel Geld du hast beim Hartz IV. Ja, ja. Wenn wir nicht Geld haben, wir müssen mehrmals Nein sagen. Ich finde, wir alle können Nein sagen. Ich weniger. Du musst das lernen. Oder? Wieso muss ich? Gar nichts muss ich. Ich muss überleben, ich muss versuchen, eure und meine Situation immer zu verbessern. Für Silvia ist es hart, ohne ihre Kinder ins Hartz-IV-Experiment zu starten. Aber sie kommen ja bald nach. Die erste Woche ohne Kinder kann ein bisschen schwierig sein. Die warten für Kinder, das finde ich ja, im Moment schwierig. Hast du Angst vor dem Experiment? Ich habe Respekt vor Experiment. Respekt, ja, das ist ja... Papa! Silvinka, komm. Ja. Oi. Silvinka, deinen Hut. Oh, danke. Oh. Wohin die Reise geht, wissen Heinz und Silvia nicht. Für Heinz ist das nicht neu. Er nimmt zum zweiten Mal am Sozialexperiment Promis auf Hartz IV teil. Weiter auf seiner Fahrt ins Ungewisse ist das Promi-Ehepaar Matthias und Hubert Feller. Gegen die Anspannung wird erneut das Glas gefüllt. Was soll's? So, Schatzi, auf unser auf Experiment. Die letzten Minuten, Stunden, Cheerio. Der für die Fellers unbekannte Zielort liegt rund 500 Kilometer östlich von Hammelburg. Genug Zeit, sich Gedanken über ihr neues Leben auf Hartz IV zu machen. Ich bin gespannt, was uns erwartet, gerade was uns für Leute erwarten hauptsächlich. Ja. Weil ich denke, dass es natürlich ganz, ganz viele Schicksale gibt, die da dahinter stecken. Also ich meine, es hat sich ja, glaube ich, keiner von denen direkt ausgesucht, sich das gewünscht. Von Hartz IV zu leben. Ja. Aber es gibt ja so viele freie Stellen, ne? Da muss man sich, glaube ich, manchmal auch ein bisschen umorientieren und vielleicht auch mal was anderes machen dann. Es gibt bestimmt Menschen, Hubert, die einfach es nicht geschafft haben, was wir geschafft haben. Ja, ja, da sage ich ja auch nichts. Aber es gibt viele, wo halt einfach keinen Bock haben. Ich habe mich gestern mit einem unterhalten. Die gibt es auch. Lass mich mal aus. Ich habe gestern mit einem mich unterhalten, der hat gesagt, sein Neffe hat jetzt schon die 8. Stelle freiwillig verlassen. Ah ja, das ist aber weil das und das und das und das und das nicht passt.
Meine Mutter hätte mir früher aber mit dem Kochlöffel eine hinten auf den Hinterkopf gegeben, dass ich geflogen wäre, wenn ich gesagt habe, ich gehe morgen nichts mehr arbeiten. Das und das und das passt mir nicht. Meine Lehre. Da hätte ich aber so eine von hinten drauf. Das ist das, was es ist, aber die moderne Erziehung ist es auch, sage ich dir offen und ehrlich. Da sind auch die Eltern dran schuld. Oh, da kommt ein Schild. Berlin Mitte und Berlin Neukölln. Oh Gott. Um Himmels Willen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Was ich auf keinen Fall haben wollte, wäre irgendwie so ein Riesenmenschenfresser. Also so ein Hochhaus wäre für mich so meine schlimmste Vorstellung einfach. Wünsch dir was gehört nicht zum Sozialexperiment. Willkommen in Berlin, wo 260.000 Haushalte von Hartz IV leben. Armut ist hier nicht nur ein Wort, sondern Alltag. Marzahn, von wegen Dings, Neukölln. Marzahn stand da. Ist das außerhalb oder? Keine Ahnung, das ist auch nur Plattenbau. Ja, ja. So, keine Ahnung, so 80 Wohnungen irgendwie und. Das sind mehr Wohnungen jetzt zum Plattenbau. Dann die Türen so dünn, dass du alles hörst und. Oje, oje. So, und jetzt, wenn du mal schauen würdest, wie da schon die Häuschen aussehen, mein Lieber. Platte. Da drüben ist alles grün. Wir kommen zum Plattenbau. Der fährt da rein. Ach du Scheiße. Oje, schau mal hier. Berlin-Hellersdorf. Das neue Zuhause des luxusverwöhnten Ehepaares Feller. Bitte schön, die Herren. Oh Gott. Oh, Schatze. Oh je, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen, oder? Der erste Eindruck von der Platte ist eigentlich, dass meine Hölle gerade beginnt. Also, ich bin schon schockiert über diese Größe dieses Gebäudes und auch über den Dreck, den ich sehe. Also, es hätte mich nicht schlimmer treffen können. Dann darf ich euch noch einen Umschlag überreichen. Ah, danke. Bitte schön. Eine schöne Zeit. Vielen Gerne. Dank für die Fahrt. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ich glaube, wir müssen erst mal gucken. Schatz. Was? Ein Schlüssel. Das ist schon mal gut. Lieber Matthias, lieber Hubert, liebe Joyce, lieber Amore. Herzlich willkommen in Berlin. Allerdings seid ihr noch nicht an eurem endgültigen Zielort. Die Adresse der Wohnung, ihr könnt euch direkt dorthin begeben. Im Umschlag findet ihr den Schlüssel zu eurer neuen Wohnung. Viel Spaß beim Sozialexperiment. Warte mal. Du musst ja wissen, in welchem Stock. Ja, aber Schatz, da steht. Ja, nee, ich, weil Schatz, weißt du überhaupt, wie die Straße hier heißt? Nein, weiß ja, ich also. Nicht. Also müssen wir ja erstmal laufen. Warte mal. Da vorne steht schon jemand auf der Straße. Ich frage jetzt gleich. Ich laufe ja nicht in die falsche Richtung. Ich laufe keinen Meter zu viel. Das ist mir klar, dass du keinen Meter zu viel läufst. Hallo? Entschuldigung. Ich habe mal eine kurze Frage. Das ist, soll ich mitgehen? Ach, das wäre ganz lieb, wenn Sie. Ja. Ne? Schauen Sie mal, ich muss meinen Koffer. Ich habe ihn im Fernseher gesehen. Echt? Ja, schön. Wir ziehen jetzt hier ein. Wir ziehen jetzt hier ein. Gehen Sie mal mit rüber, ich muss meinen Koffer und meinen Hund noch holen. Gehen Sie mal mit rüber, bitte. Sie zeigt uns, wo es ist. Sie weiß, wo es ist. Das ist ganz, ganz lieb. Mein Horrortrip, hallo. Wow! Wir sind beide da. Wir ziehen beide hier ein. Unglaublich. Veronika Solczynska, du warst in diese Genau, ja, genau. Richtig. Matthias kann sich darüber nicht freuen. Die Angst vor dem neuen Zuhause überwiegt. Sein Promi-Status spielt in der Platte keine Rolle. Ja, lassen Sie mich raten, das Haus ist es. Welches ist das da hinten, das große? Nee. Hier rutscht mir dauernd, die Joyce rutscht mir dauernd so runter. Da ist ja noch der kleine Hund drin. Dieses große Haus. Warte mal, wir gucken mal, da ist 14 bis 10. Ja. Irgendwo in dieses Haus. Wenn ich jetzt schon müssen wir mal gucken, wo wir sind. Das wissen wir noch nicht. Wir haben das Haus gesehen. Das war ja nicht renoviert und so. Das ist ja noch ein bisschen älter alles. Ne? Das war schon Haus des Grauens. Schau mal. Hubert, schau mal. Feller im 5. Mal,
Schau mal, hier ist sie mal. Da haben wir Fella. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Doch darüber denken die Fellas erstmal nicht nach. Mit dem Aufzug geht's auf Hartz IV Wohnungssuche. Schau mal. Also. Irgendwo werden die Namen stehen, oder? Ja. Also es war 5. Ja, unten war auf dem Ding war 5 gestanden, aber. Gott, ich bin ganz aufgeregt jetzt. Was? Ich bin ganz aufgeregt. Dass sie denken, du willst. Dass sie denkt, dass ich einbrechen will. Du willst einbrechen, oder was? Also. Aber steht nirgendwo was dabei, oder? Nee. Weißt du was, das klingelt nicht vielleicht immer irgendwo, oder? Wollt ihr mal da klingeln? Sollen wir mal fragen? Robert, nicht jetzt gleich. Warte doch erst mal. Was? Gleich hier auf die Koffer aufpassen. Ich muss raus. Low. Hier ist ja nichts. Hubert? Ja? Wo ist denn dieser Zettel? Bitte? Gib mir den Zettel nochmal. Da steht ja 29. Da steht nirgendwo Stockwerk mit. Auf unten war 5 gestanden, aber hier. Guck mal, probier da hüben noch einmal. Schau mal hier noch einmal, aber ich glaube nicht. Das ist doch keine Wohnung. Ob das die Besenkammer ist? Soll ich mal irgendwo klingen? Lass uns noch mal runtergehen. Das geht schon gut los, ey. Das ist ja ein Labyrinth. Also noch mal alles auf Anfang. Und vielleicht etwas genauer hinschauen. Oh Gott. Ja, wir sind halt einfach Blödmänner. Klar, es ist der 10. Stock und Wohnung Nummer 5. Und wieder geht es nach oben. Zweiter Versuch. Während die Fellas weiter ihre Wohnung suchen, sind der Fürst und seine neue Liebe noch auf der Reise ins Experiment. Über 800 Kilometer sind sie bereits von ihrer Villa in Polen entfernt. Das ist jetzt der Einstieg ins Hartz IV-Leben. Ja. Da geht nichts mehr mit Hubschrauber. Wenn ich so ein Bild erzählen dürfte, wo ich hinkommen könnte, ein Hausboot. Ich gehe in Köln am Rhein jeden Tag auf die Terrasse. Frühstücke, die Schiffchen ziehen vorbei. Ich halte die Angel ins Wasser und fange mein eigenes Mittagsessen. Das wäre ein schönes Bild zum Beispiel. Das würde aber platzen, deswegen habe ich keine Bilder im Kopf. Wo sind wir denn da überall? Ja. Es sieht jetzt nicht so stark bevölkert aus. Siehst du hier irgendwo Menschen auf den Straßen? Nein. Was ist denn jetzt los? Jetzt bleibt er stehen hier. Zigarettenpause, Schatz. Ja? Jetzt gibt's eine Zigarettenpause. Eieiei. Ist das schön. Was tun wir hier? Golden Letter for you. Nee, ich. Die goldene Letter, die sind die ganz schlimmen Letter. Die kenne ich schon. Ach Gott. Oi. Was steht in Kuvert? Ja, wahrscheinlich die Adresse, wo wir hin müssen. Etwas noch. Ach, Schlüssel. Was soll die Koffer? Hallo? Hallo? Zigarettenpause. It's only for Zigarettes hier. Pause. Liebe Silvia, lieber Heinz, herzlich willkommen in Deutschland. Hier beginnt für euch das Experiment. Wo hier? Hier. Allerdings seid ihr noch nicht an euren Zielort angekommen. Auf diesem Gelände steht eure Behausung für die nächsten 3 Wochen. Na, das ist ein Campingplatz, das hat ja nichts mit Hartz IV. Wart mal. Im Umschlag findet ihr einen Schlüssel für euren Mietwagen. Tadaum! Mhm. Den Preis für den Mietwagen ziehen wir euch anteilig von eurem Legensatz später ab. Die Adresse für den Zielort lautet Campingplatz Anatal. Bitte begebt euch dorthin. Den Schlüssel von dem Wohnwagen bekommt ihr vor Ort. Geh mal bitte. Wir wünschen euch eine gute Weiterreise. Ja, reisen wir mit dem Wohnwagen wohin? Oder? Ich verstehe doch nicht. So, I have to go. So please take all your belongings and I need to go. What do you have to go? Go home, because I finish mine. You go back to Poland? To, yeah. Okay. Fürst Heinz ist sprachlos und noch nicht bereit, sein Schicksal anzunehmen.